Es wird Zeit für eine Runde Gelesenes. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, das heutige Thema dieses Videos ist eigentlich der nächste Fünferstapel, den ich gelesen habe und den ich euch heute präsentieren möchte. Und den Start dieses kleinen Stapels macht der Roman von Andy Weir, Der Marsianer. Ich kann mir vorstellen, dass schon eine Vielzahl von euch den Marsianer entweder gelesen haben oder bereits den Film schon gesehen haben. Ich habe erst vor kurzem nach diesem Roman gegriffen und habe aber auch selbst noch nicht den Film gesehen, aber ich denke, ich werde es mir auch bald vornehmen. Um was geht es nun in diesem Roman? In diesem Roman begleiten wir den Astronauten Mark Watney auf seine Mission zum Mars und auf seine Mission auf dem Mars zu überleben. Mir persönlich hat dieser Roman unheimlich gut gefallen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, vor allen Dingen auch mit dem Humor von dem Astronauten Mark Watney und ja, welchen Erfindungsgeist er an den Tag lebt, um wirklich sein Überleben zu sichern. Am Anfang hatte ich schon die Befürchtung, dass es sehr, sehr ähnlich ist wie dem Buch Robinson Crusoe, weil einfach wir nur die Sicht von Mark Watney bekommen haben. Und das hat sich Gott sei Dank gelegt. Damit hat sich das Buch auch ein Stück weit geändert und das große Ganze hat sich durch die Sicht auf die Erde auch ein Stück weit ja, vergrößert und für mich auch ein bisschen harmonischer gestaltet. Wer gerne mal auf dem Mars reisen möchte oder vielleicht noch nicht so viel mit Science-Fiction-Literatur ja, in Berührung kommen ist, kann ich dieses Buch nur empfehlen. Mir hat es wahnsinnig viel Freude gemacht und für mich war es ein Highlight aus diesem Fünferstapel, die ich schon bereits gelesen habe. Als nächstes möchte ich euch mein nächstes Highlight präsentieren aus diesem Buchstapel. Und zwar spreche ich von dem Roman Der Angstmann von Frank Goldammer. Und zwar begleiten wir hier bei diesem Auftaktroman eine Reihe den Kriminalkommissar oder den Ermittler Max Hehler in bzw. um die Nacht des 13. bzw. 14. Februars 1945. Das heißt, wir befinden uns mitten im Krieg. Wir haben mit extremen Bedingungen zu tun und wir befinden uns in Deutschland und zwar in meiner Heimatstadt Dresden. Ich hätte niemals gedacht, dass mir ein regionaler Roman so gut gefallen könnte, weil ich hatte immer die Befürchtung, dass ich zu sehr darauf bedacht bin, Fehler zu entdecken, dass er auf Straßen spaziert bzw. zum Beispiel um die Ecke geht und die Straßen passen irgendwie nicht zueinander. Aber ich wurde hier nicht enttäuscht. Mir hat das Buch wahnsinnig gut gefallen. Ich bin gerne durch meine Heimatstadt mit dem Ermittler gegangen, auch wenn dass die Zeit doch eine sehr, sehr schwierige war, in denen der Ermittler ja, ermittelt und den Fall lösen möchte. Zum Kriminalfall an sich. Der Kriminalfall hat mir wahnsinnig gut gefallen. Er war für mich sehr spannend. Ich habe vielleicht nicht bis zum Schluss gedacht, wer könnte es sein. Aber ich finde, das muss auch nicht immer bei einem Kriminalroman der Fall sein. Manchmal kann auch die Auflösung schon viel eher sein. Und also für mich tut das keinen Abbruch. Wer auf Kriminalromane steht, wer vor geschichtlichen Ereignissen nicht zurückschreckt und ja, wem ich einfach auf dieses Buch neugierig machen konnte, den kann ich dieses Buch uneingeschränkt empfehlen. Als nächstes habe ich zu einem Jugendroman bzw. einer Jugendreihe gegriffen und zwar zu dem Buch Palla, das Spiel beginnt von Marcel van Triel aus dem Oettinger Verlag. Und zwar handelt es sich, wie ich bereits gerade gesagt habe, um den Auftakt einer Trilogie. Wir begleiten hier
wie aufgrund eines Spieles, eines Computerspieles, und zwar Jugendliche rekrutiert werden, um sie zu Superhelden auszubilden. An sich hat mir das Buch gut gefallen. Ich habe sehr mitgefiebert mit den Jugendlichen und war auch sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Was mir allerdings an diesem Buch nicht so gut gefallen hat, war, dass der Klappentext dieser Reihe, beziehungsweise ja dieses ersten Bandes, aber auch wie der gesamten Reihe, ist ja dann kein Klappentext, sondern eher eine Zusammenfassung, dass sie ein bisschen irreführend war. Mein Partner hat mir dieses Buch, also diese Reihe geschenkt, aufgrund der Thematik, also dass ein Computerspiel ja so ein bisschen die Welt verändern soll und vielleicht auch etwas mit den Jugendlichen macht, aber das Computerspiel am Ende gar nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielt. Jedenfalls in diesem ersten Band. Und das hat mich ja doch etwas enttäuscht. Und dann hat einen zweiten Kritikpunkt, den ich hier anbringen möchte, ist diese unheimliche Cliffhanger. Ich verstehe es, dass Trilogien mit Cliffhanger arbeiten oder generell Reihen mit Cliffhangern arbeiten, um einfach das Lesen zu den nächsten Bänden einfach, dass man dranbleiben soll. Aber ich finde, dass es einen weniger starken Cliffhanger auch tut. Ja, ich denke, dadurch, dass ich alle drei Bände hier habe, werde ich den zweiten Band und den dritten Band bestimmt ebenfalls nochmal lesen, da sie sich wirklich relativ schnell lesen lassen. Und dieser Band hat jetzt hier, ich gucke schnell, natürlich finde ich es nicht, 300 Seiten und es las sich wirklich sehr, sehr schnell. Deswegen denke ich, werde ich diese Reihe weiterverfolgen und weiterlesen. Ich kann aber sagen, wenn ihr nicht so auf Reihen steht und vor allem nicht auf Jugendreihen steht, dann greift nicht unbedingt danach. Als nächstes habe ich ebenfalls mit einer Reihe weitergemacht, aber diesmal nicht den Auftakt einer Reihe, sondern schon den dritten Teil. Und zwar rede ich von der Leichenblässe von Simon Beckett. Und zwar ist das der dritte Teil. Ich habe bereits von ihm Die Chemie des Todes und Kalte Asche von ihm gelesen. Ich mag die Reihe um den Ermittler David Hunter unheimlich gern. Ich finde ihn sehr sympathisch und mag einfach, dass er hier kein typischer Ermittler ist, sondern ein Forensiker und dass sich das alles ein bisschen aus einem anderen Gesichtspunkt der Fall betrachtet wird. Ja, dadurch, dass wir hier einen neuen Fall haben und das auch schon der dritte Teil ist, möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen. Aber wer die Reihe noch nicht kennt und gerne auch Kriminalromane liest, wie ich, und das vielleicht auch zwischendurch mal zwischen anderen Büchern als Abwechslung benötigt, kann ich diese Reihe nur empfehlen. Und mit seinen auch so, glaube ich, so um die 400 Seiten liest es sich eigentlich doch schnell weg. Dann kommen wir nun zum letzten Buch, welches ich euch heute präsentieren möchte. Und ich vermute ganz stark, dass meine Buchbesprechung zu diesem Roman vor diesem Video noch online kommt. Und deswegen möchte ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Und zwar spreche ich von Der Vorleser von Bernhard Schlink aus dem Diogenes Verlag. Wer dieses Buch noch nicht gelesen hat, den kann ich dieses einfach nur ans Herz legen und bedingt lesen. Vielleicht habt ihr genauso viel Freude wie ich mit diesem Buch und ja, einfach nur lesen. Genau. Dann sind wir mit den 5 Büchern durch, die ich euch heute präsentieren wollte, beziehungsweise die ich in letzter Zeit gelesen habe. Das waren nun meine 5 gelesenen Bücher für heute. Lasst doch einen Kommentar und da, falls ihr die Bücher schon gelesen habt, wie eure Meinung dazu war und ob ich euch vielleicht auf das eine oder andere Buch
neugierig machen konnte. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt. Und bis dahin. Tschüss!